herzlich willkommen heute zum 18. Handballstammtisch in außergewöhnlicher Runde heute und an einem außergewöhnlichen Ort, nicht so wie beim letzten Mal in Obernburg am Golfplatz, sondern heute im Mainbeck in Würzburg. Kann man auch lecker Distelhäuser Bier trinken, also empfiehlt sich auf jeden Fall mal herzukommen. Ich darf ganz kurz die Runde vorstellen, haben wir heute ein paar prominente Gäste hier am Tisch. Erstmal die Altbekannten zu eurer Rechten, zu meiner Linken, der Trainer von der HSG Dittichheim, Tauber Bischofsheim, mein Bruder, der Martin Keus. Schön, dass du da bist, Martin. Dann zur Rechten von mir, zu eurer Linken, unser Klaus Schnoppes-Beck, Trainer vom HSV Düngersheim. Richtig? Noch immer? Noch. Gut. Dann die Nathalie Gress von der Mainpost. Schön, dass auch du wieder da bist. Der erste Gast war es der Gewinnspiel, bist der Gewinnspielgast sozusagen. Conny Michel, ich darf ja Conny sagen, Konrad Michel, Trainer, Spielertrainer. Spielertrainer vom HSV, HSV Main-Tauber. Genau. HSV Main-Tauber, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank für die Einladung. Und heute gerne, gerne. Und dann natürlich, wir haben es ja groß angekündigt, heute geht es primär um die Hetzfelder Bullen. Ist auch mal schön, dass ihr da seid. Der Macher, mehr oder weniger, des ganzen Projekts, Alex Selig. Schön, dass du auch da bist. Danke für die Einladung. Bitte, bitte. Erstmal muss ich, bevor wir zu den Hetzfelder Bullen kommen, das ist ja heute eine interessante Runde, auch weil wir drei Mannschaften letztendlich am Tisch haben mit der HSG Dittichheim Tauber Bischofsheim, mit dem HSV Main-Tauber und mit den Hetzfelder Bullen. Alle drei sind Meister in ihren Ligen gewonnen. Conny, euch herzlichen Glückwunsch vom Handballstammtisch aus zur Meisterschaft in der Bezirksliga. Genau. Ihr würdet eigentlich aufsteigen in die Bezirksoberliga, würde mich ganz kurz mal interessieren, warum tretet ihr den Weg nicht nach oben in die nächsthöhere Liga an? Weil es für uns wenig Sinn macht. Wir haben kaum ein Feedback hinten dran, also keine Jugend, die nachkommt. Wir haben von der Altersstruktur her zu viele ältere Spieler, die den Weg nicht gehen können, wollen. Und dann haben wir uns entschieden, wir bleiben lieber in der Liga. Wir probieren mit der Jugend was aufzubauen und dann nächstes Jahr nochmal anzugreifen. Okay, also weiter nächstes Jahr wieder Vollgas geben, solide Basis schaffen und dann eventuell den Sprung dann in den nächsten Jahren nach oben schaffen. Das ist der Plan. Ja. Schön, also geht es auch in Main-Tauber richtig rund und weiter. Ja. Kommen wir natürlich zum Hauptthema heute, zu den Hetzfelder Bullen. Alex, euch auch herzlichen Glückwunsch erstmal zur Meisterschaft in Dankeschön. Der Landesliga Nord. Dankeschön, ich kann die Glückwünsche nur zurückgeben an euch zwei. Danke. Ja, wie gesagt, wir sind ja drei Mannschaften heute, die alle eigentlich aufgestiegen oder alle aufsteigen oder aufgestiegen sind oder Meister geworden sind in ihren Ligen. Verfehlt. Ja, was war denn da? Dann auch verfehlt, was ist los mit HSV Tüngersheim? Was war los? Ja, wir waren besser, ganz klar. Ne? Und wir haben die Möglichkeit, in der Winterrunde, in der Winterphase quasi, November bis Februar, haben wir nicht die Möglichkeit, zweimal in der Woche zu trainieren. Da drängen die Fußballer auf einmal in die Halle, ne? Wobei es gar keinen Winter mehr gibt. Ne? Ne? Aber die Fußballer wollen unbedingt in die Halle, okay. Das wäre ja, das ist ein wenig drauf gescheitert. Wobei muss man sagen, ich habe ja das Spielermaterial gar nicht, dass ich vielleicht in der Bezirksliga Meister wäre. Ja, aber trotzdem, du bleibst auch Trainer bei der nächsten Saison. Ich bleib Trainer. Gut. Trainer. Okay? Gut. Punkt. Schön. Also hier hat es nicht geklappt mit dem Aufstieg, aber bei den Hetzfelder Bullen hat es nach drei Anläufen jetzt endlich geklappt, Alex. Wie froh bist du, dass es jetzt endlich geklappt hat und wie stolz bist du auch auf deine Truppe? Ja, wir haben die letzten Wochen und Monate darauf hingearbeitet und ich kann nur ein Riesenkompliment an die Mannschaft und an den Trainer da abgeben. Übrigens, Heiko, das kostet eine Runde, dass du heute nicht da bist. Naja, haben wir ganz vergessen. Ja, Heiko. Ein Stammtisch aber, ne? Ja, genau. Für alle hier sitzen. Ne? Ja, eben. Heiko Karrer wäre heute eigentlich auch eingeladen gewesen. Er wollte auch kommen, aber hat jetzt kurzfristig eine Autopanne und kann leider nicht am Tisch sein, aber holen wir auf jeden Fall das Ganze vielleicht vor der Runde, vor der neuen Runde. Ja. Also jetzt aber kostet. Ne? Kostet eine Runde für einen Stammtisch und auch das verhandeln wir dann. Was machen. Nee, also wir haben auch die letzten Wochen und Monate keine Neuverpflichtungen bekannt gegeben, und zwar aus dem Grund, weil wir einfach
den Respekt und unsere Dankbarkeit dem aktuellen Team wiedergeben wollten und einfach mal sagen wollen, wir legen den Fokus aufs aktuelle Team, wir sind unglaublich dankbar, uns ist so viel Steine vom Herzen gefallen wie dieses Jahr, es war ein Du oder Ja für uns. Ich weiß nicht, ob ich hier sitzen würde, wenn es nicht geklappt hätte mit dem Aufstieg dieses Jahr, das muss man ehrlich sagen, weil es unglaublich viel Energie kostet und Zeit für alle Beteiligten. Wir sind ein relativ kleiner Organisationskreis in Heidensfeld. Da muss unbedingt noch Wachstum her, weil sonst können wir es die Schultern, auf die Last aktuell verteilt ist, können es nicht allein stemmen oder wollen es auch nicht. Ich habe jetzt nochmal Nachwuchs bekommen, Florian ist in der Beziehung. Man will einfach da auch ein bisschen Lastenverteilung haben. Insofern sehen wir, also ich kann es immer noch nicht realisieren, muss ich sagen, und wir sind sehr stolz. Habt anscheinend auch ordentlich gefeiert, was ich so gesehen habe. Letzte Woche beim Starkbierfest wurde dann ordentlich die Gläser gehoben. Das haben die Jungs gemacht, haben sich auch verdient. Wir haben, finde ich, überhaupt nicht stark gefeiert. Es ist eine Mannschaft, die auch überhaupt nicht nach den Siegen feiern geht. Okay. Das ist sowas von toll. Wenn der Fokus bei der Hinfahrt, ich will keinen Namen nennen, aber auch deswegen haben wir einen Umbruch gemacht, wenn der Fokus nicht auf einer Auswärtsfahrt hinfahrt, darauf liegt, wo man nach dem Spiel trinken geht, sondern einfach auf dem Spiel der Fokus liegt und nach dem Spiel dann im Mannschaftsbus Cola oder Spezi getrunken wird. Kurz will ich habe nichts gegen Alkohol, aber die Jungs waren sowas von fokussiert und das war schön zu sehen. Und was war deiner Meinung nach da die treibende Kraft? Oder ich meine, ihr habt es jetzt im dritten Anlauf endlich geschafft, wo die Region, denke ich, auch wir unheimlich glücklich sind, weil einfach die Bayernliga jetzt sehr attraktiv wird durch euch nochmal. Wo waren die Hebel oder die Stellschrauben, wo wurden die wirklich gedreht nochmal, um es jetzt dieses Jahr zu schaffen? Ihr habt ja Heiko Karrer verpflichtet, vor zwei Jahren ist es seine zweite Saison jetzt gewesen. Polidor Kohl von St. Louis, also das sind ja auch namhafte Neuzugänge dazugekommen. Waren die ausschlaggebend jetzt dafür oder habt ihr auch im Umfeld an Stellschrauben gedreht? Also ich würde natürlich sagen, in allererster Linie macht es das Team. Und wir haben einen unglaublichen Fokus darauf gelegt, dass diese Einheit auf dem Spielfeld formatiert ist. Und ich sage es immer ganz drastisch, auf dem Spielfeld, da stirbst du, wenn dein Nachbar einen Fehler macht oder du überlebst, wenn er alles richtig macht. Ne? Du kannst nur als Team Erfolg haben. Das war letztes Jahr übrigens, der Halbjahr ist 1,5 Jahre da. Man darf nicht sagen 2, weil sonst ist er beleidigt, weil er es nicht geschafft hat. Genau, ja. Aber ich würde sagen, der Hauptfaktor ist der Halbjahr. Wie professionell das Training bei uns abläuft oder auch die Strukturen in der Mannschaft und in dem Umfeld der Mannschaft gezogen worden sind, das habe ich so noch nie erlebt. In meiner ganzen Handball, auch in der Jugend oder wo ich sonst wo war, das ist unglaublich professionell. Und die Jungs vertrauen ihm und sind dafür belohnt worden. Und natürlich haben wir namhafte Spieler geholt, aber weil du einen Anspruch hast, Jan Polidor hat am Anfang ist so unglaubliche Probleme gehabt durch seine bestehende Verletzung noch, das wussten wir. Der ist jeden Tag 2-3 Mal beim Physiotherapeuten immer noch, also der ist immer noch bei 100%. Wir haben natürlich auch andere Spieler, aber die haben sich auch super entwickelt. Ich möchte den Luis Franke nennen. Ne? Mhm. Der Luis Franke, den hat der Heiko aus der Versenkung geholt, aus dem Farmteam vom TVG, wo er wahrscheinlich nie so richtig seine Chance bekommen hätte. Ja, heutzutage lecken sich andere Vereine. Ich weiß, dass 3 Vereine bei ihm angefragt haben, weil er ein Gespräch führt, weil er sich bei uns wohlfühlt. Mhm. Die lecken sich die Finger nach dem, weil er in dem einen Jahr, und ein Jahr ist ja gar nichts, hat er einen Entwicklungsfortschritt gemacht. Das ist unfassbar. Also insofern, ich denke, die Kombination macht es. Aus dem Team und Heiko und wir hinten dran, wir tun dafür dass alles, dass das in Ruhe gearbeitet werden kann, aber mehr Anteil haben wir auch nicht. Aber also wenn so viele Einzelkönner geholt werden, dann hat man ja nicht die Garantie. Also viele Einzelkönner haben eben noch lange kein gutes Team. War es dann Heikos größter Verdienst, dass er daraus eine Mannschaft geformt hat? Also die zur Mannschaft zusammengeführt auch hat? Ja, es war ein langer Prozess. Wir haben die Vorbereitung im Juni bereits angefangen. Andere Mannschaften sind ja noch im Urlaub. Wir hatten, glaube ich, 2 Kletterkurse, 3 Trainingslager übers Wochenende eingeschlossen, 3-mal. Wir hatten etliche Intensivwochen, wo einfach die Mannschaft zusammen in der Halle teilweise geschlafen hat, um sich näher kennenzulernen. Teilweise haben mich die Freunde schon angeschrieben, wann sie dann mal wieder ihren Lebensgefährten sehen. Ne? Aber das war sehr intensiv, auch zeitintensiv, aber das war notwendig, um dann diese Einheit zu schweißen. Das war der größte Verdienst. Ne? Und darin sehe ich auch den Erfolg gepaart
mit der Kondition. Also die haben in der Vorbereitung alle Laufuhren bekommen, wo der Heiko digital abfragen konnte, wie viel gelaufen worden ist etc. Und die haben sich dann natürlich auch alle verpflichtet gefühlt zu laufen, sind sie auch, bis auf einen. Ja, die Uhr beide kennen. Ja. Welcher war das? Kreisläufer, würde ich nicht sagen. Matti Wager ist auch ein bisschen Lauffaul, oder? Ist gelaufen. Ja, hat auch nicht. Und diese Kondition hat man gesehen. Also es gab einige Teams, die dieses Jahr mit uns mithalten konnten. Jetzt in jüngster Zeit daheim Erlangen 2 hat gegen uns gespielt, hat geführt, so hat sie, glaube ich, mit einem oder mal nur mit einem hinten sensationell gespielt. Ja, in der zweiten haben sie aber die Lufthausen, ne? Haben uns überrannt. Also die zwei Sachen, würde ich sagen, das war so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Individuelles Können, klar. War der Heiko der Felix Magath der Landesliga? Also er war human, muss ich sagen, aber hat appelliert an die Leute, dass sie das auch machen, und das haben sich auch alle gemacht. Sie kennen ja den Heiko ja schon von jüngerer Zeit her, ne, und so weiter. Ne. Und damals habe ich ihn natürlich auch im Kopf, da haben sie die, wo er das gute Liga gespielt haben, später. Und ja, schätze ich bloß auch als Trainer, ne, und muss aber nur sagen, Chapeau, das, was ihr jetzt geleistet habt da in Heidingsfeld. Ne. Aber ich muss jetzt trotzdem woanders einhaken. Ne? Und zwar habe ich da einen Zeitungsartikel gefunden von 2016. Ne? Und muss ich dann mal trinken? Alex, und du überraschst Heidingsfeld bei meinem Bundesligaspiel. Stimmt es, dass du den Kasten nicht dann quasi in Erlangen parkst und dann irgendwann mal holst? Na gut, der Carsten ist ja nicht nur ein Handballspieler, sondern ist ja auch ein sehr guter Spieler. Mit dem in der Jugend spielt. Wir haben immer noch Kontakt. Erfolgreichster Handballer in Deutschland, den wir jeweils hatten. Ich bin froh, dass er nach Erlangen geht, weil er in der Nähe ist und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hat und vielleicht das ein oder andere Spiel in der Region sich auch anschaut. Das muss ja nicht bei uns sein, aber hoffentlich auch bei uns, Carsten. Schaut sich bestimmt an. Grüße nach Gummersbach. Leider knapp verloren gegen Erlangen. Naja, schließen wir uns gar nicht. Aber ich wollte bloß auch nicht antworten. Ja, wir wollen den Carsten, egal in welcher Position, später bei uns haben im Verein. Man sieht es am Addo, der Addo ist auch zurückgekommen nach Heidensfeld. Der Carsten hat jüngst bei seinem Empfang, ich weiß nicht, ob jemand anwesend war, wo er Europameister geworden ist. Wir waren ja unten in Polen, der Addo und ich in der Fleur. Und da hat er beim Empfang die Frage gestellt bekommen vom Adolf Bauer, ob er sich denn vorstellen kann, nochmal in der Region zu spielen, zum Beispiel bei Rimba. Und dann hat er gesagt, das kann er sich sehr gut vorstellen, aber Rimba kommt plötzlich nach Heidingsfeld. Und wir würden es uns sehr wünschen, wann es soweit ist. Das weiß ich nicht. Ja, das sind jetzt ja schon 3 Jahre, was du gesagt hast. Aber der Bundesligaspieler damals war jemand anderes. Wir waren noch jemand anders dran. Und es ist ja immer so, es ergibt sich mal eine Lücke, es ist der eine oder andere Spieler, will sich umorientieren. Carlos Opea. Ja, genau, der war's. Kontakt kam über den Krischer damals. Übrigens auch hier Grüße zum Aufstieg. Glückwunsch. Was auch noch Aufstieg, ja. Man hat immer so, dadurch, dass man natürlich namhafte Trainer hat, hat man auch ein paar Kontakte und dann schaut man natürlich, dass man bestmöglich die Potenziale nutzt. Ja, Conny, wie nehmt ihr die Hemsfelder Bullen in Wertheim? War es ja doch jetzt eine ganze Entfernung von Würzburg weg und ich meine, die polarisieren ja die Hemsfelder Bullen schon ganz schön. Wie nehmt ihr das wahr in eurer Region? Ja, durchaus positiv. Mein erstes freut uns als Handballer natürlich immer, wenn Mannschaften in der Region irgendwo getuscht werden, wenn da was passiert, wenn die zeigen wollen, Unterfranken kann Handball und will höher kommen. Von daher eine Verbindung Wertheim-Heidingsfeld gab es schon immer. Seit ich Handball spielen wir schon immer gegen Heidingsfeld in Verbindung zum Arthur Lichtlein und die damaligen Spieler Lorenz van Biebra, Benny Trittina, schöne Grüße zu Kuck. Von daher, das freut uns in Wertheim, wenn was passiert, nächstes Jahr Bayernliga wieder viele spannende Unterfranken-Derbys. Ja, und auch gut ab, was da geleistet wird und was wir wissen selber in Wertheim, was es als kleiner Verein heißt, Landesliga zu spielen. Das bedarf viele Schultern, die Arbeit tragen müssen. Von daher. Man muss ja mal auf den Hintergrund, ich wäre schier mal in Unterfranken gelandet, beziehungsweise ist er im Badischen, wohnt er im Badischen. Ne? Da ist ja irgendwo übergefahren oder angerufen worden. Aber nicht von den Hetzfelder Bullen. Nein, damals waren die Hetzfelder Bullen noch weiter runter wie damals von Rimbaum, da war der Heiko Kader ja auch Trainer.
Da war ich immer ein guter Spieler, ne? Das war ja bekannt. Ja. Präsident, da haben sie noch schnell zum Spielertraining gemacht, nur was halt. Wo man dich nicht mehr holen. Ja, genau! Ja, okay. Ja, ich denke, man muss auch mal sagen, dass auch die Bullen dieses Jahr einfach eine ganz andere Außendarstellung haben. Ja, also mich wird es generell einfach klar, der Heiko, der hat professionelle Strukturen reingebracht, der hat die Zügel in der Hand, aber trotzdem war der Kader ja nie so schlecht, dass man immer sagen muss, okay, wir gehen nicht hoch. Ne? Alex, du weißt selber, ihr habt ein gutes Format immer gehabt bei euch, ne? Gute Spiele, gedacht gute Spiele, ne? Jetzt, wenn man so hört, ne? Vorher der Auswärtsfahrt wird schon überlegt, was machen wir danach, das ist natürlich weniger professionell, ja? Aber hat es der Manni dann an sich einfach nicht rüberbringen können, so diese, ja, seine Art hat vielleicht nicht gepasst, so wirklich mehr in die jüngere Strukturen rein. Ja. Man muss ja doch jetzt mal ein bisschen verschieden denken. Es gibt junge Spieler, ne, die ein bisschen anders ticken aktuell. Und da muss man, glaube ich, viele Facetten als Trainer aufbringen. Ne. Aber nochmal kurz dazu die Außendarstellung. Und ich glaube, das können wir alle, haben wir alle so gesehen, ist dieses Jahr wesentlich bessere wie die letzten zwei Jahre. Du weißt selber, da gab es Sachen, Gehälter werden nicht gezahlt. Kannst du vielleicht selber später nochmal was dazu sagen? Das ist nochmal so ein Thema vielleicht. Heute darfst du es ja, ne, einfach auch mal klarstellen. Aber trotzdem, es war einfach Ruhe. Also man hat keine negativen Schwingungen gehört. Und ich denke, warum war das unter Manni jetzt nicht so? Und du hast vorhin schon gesagt, der Heiko hat einen wahnsinnig großen Verdienst an dem Aufstieg, klar. Aber warum hat es mit Manni nicht geklappt letztendlich? Gut, mit Manni hat es natürlich auch geklappt. Also dem Manfred Wirth haben wir so viel zu verdanken. Das muss man echt sagen. Er hat die letzten 3,5 Jahre, und jetzt ist er wieder dabei bei der zweiten Mannschaft und organisiert ein Organigramm. Wir wollen uns professionell aufstellen. Wir wollen es machen wie ein Unternehmen und jede Position seine Arbeitsbeschreibung bekommen. Da ist der Manni gerade dran. So einfach kann man das nicht sagen. Ich glaube einfach, jeder, wo den Manni seine Wirtschen Regel kennt, irgendwann ist man als Spieler, wenn man mit dem Manni 2-3 Jahre gegangen ist, dann braucht man vielleicht mal einen neuen Impuls. Das liegt also nicht am Manni, glaube ich. Ist auch ganz schwer, das jetzt herauszuarbeiten. Es war einfach mal ein Tapetenwechsel notwendig. Ne? Und wir hatten auch schon mit Manni nach der ersten Landesliga-Saison gesprochen. Und selbst da hat der Manni schon gesagt, der perfekte Trainer für uns wäre der Heiko Karrer. Also wir waren ja schon weitaus länger an dem Heiko dran, weil der Manni gesagt hat, er sieht seine Aufgaben woanders. Und das zeigt auch, wie verbunden er uns ist. Und ja, also was der Heiko natürlich uns dieses Jahr extrem, oder die letzten 1,5 Jahre extrem abgenommen hat, sind die Arbeiten um die Mannschaft von Mannschaft. Das heißt, wir mussten nie ein Gespräch führen mit der Mannschaft, wir mussten nie irgendwie was organisieren für die Mannschaft. Das hat der Heiko alles gemacht mit seinem Betreuerstab. Das war beim Manni ein bisschen anders, auf die Situation geschuldet. Wir sind einfach in den letzten 5 Jahren 3-mal aufgestiegen. Das ist unfassbar, wie schnell wir sportlich Erfolg hatten, aber dann ist das Umfeld zu wenig gewachsen. Und das ist ein Riesenproblem. Stichwort Gehälter nicht gezahlt, möchte ich mal einhaken. Wir haben bis jetzt jedes Gehalt gezahlt. Das ist immer so, wir brauchen manchmal ein bisschen länger, weil wir keine Strukturen haben, weil wir eine Kassierin haben, die im Ehrenamt ist. Also das heißt, es gibt keine Bürokraft bei uns. Wir sind alle im Ehrenamt. Das vergessen meistens die Spieler. Ne? Das ist also, wenn mal ein Gehalt 10 Tage später bezahlt wird, ist es kein böser Wille, sondern wir sind alle voll berufstätig. Natürlich wollen wir irgendwann eine Struktur haben, wo das dann alles dort in die Wege geht, aber es menschelt halt bei uns noch. Ne? Das ist auch so. Und das wird auch in der Bayernliga noch seine Zeit brauchen. Aber wir haben bislang alles bezahlt, was zu bezahlen galt. Man musste den Ball da ein bisschen zurückspielen. Viele Spieler haben sich nicht so verhalten, wie man es sich erhofft hätte. Das ist ein ganz dreckiges Geschäft geworden, Handball. Ich muss sagen, ich habe früher auch höher gespielt in der Jugend und auch im Erwachsenenbereich. Wir haben damals eine Wurstsemmel nach und nach bekommen und waren zufrieden, das kannst du bestätigen. Und wenn du manchmal jetzt Spieler siehst, die gerade, wenn ich das mal so salopp sagen kann, in der Jugend 3 Tore geworfen haben, die denken dann, die müssen, weil sie auf der Bank gucken, wann in der Bayernliga ein Gehalt aufrufen, das für einen unentwickelten Spieler lächerlich ist. Also da muss man schon mal sagen, Freunde, sollte sich einer oder andere mal hinterfragen, ob er das Geld dafür ist. Und weil bei euch, ihr stellt ja durchaus professionelle Anforderungen an die Spieler auf noch einer Amateurebene. Ne? Also es ist jetzt, glaube ich, nicht nur eine Einbahnstraße, sondern ihr fordert von denen ja auch was. Also da darf ich den Ball mal auch zum Heiko spielen. Ne? Also Heiko fordert natürlich, der 5-mal die Woche trainiere. Aber prinzipiell ist es so, wir haben jetzt 1-2 sehr junge Spieler, die wir nächstes Jahr in den Kader dazu nehmen. Und von denen verlangen wir eigentlich nur eins. Heißt zu sein, gewinnen zu wollen. Und immer beim Training da zu sein. Und alles andere wird sich zeigen.
Ich hätte noch eine Frage kurz nachzuschieben, weil Sie die schnellen Aufstiege angesprochen hatten, ne, innerhalb von kurzer Zeit. Das erinnert schon eher ein bisschen an einen anderen Verein aus der Region, nur dass der das mehr mit Eigengewächsen geschafft hat, also Rimpa. Bei euch sind jetzt nicht so viele aus der eigenen Jugend, ne, sondern eher zugeholt. Ist das eine Art Vorbild für euch oder eher sogar ein Konkurrent und ihr sagt, den wollen wir eigentlich gerne den Rang hier ablaufen? Also in Rimpa ist ja das Geld auch eher nicht so da und bei euch scheint es ja eher locker zu sitzen. Ja, das würde ich nicht sagen. Also Rimba hat einen Etat in der zweiten Liga von 800.000 Euro. Das ist ein Haufen Kohle. Ja. Wie hoch ist denn eure? Oh, ich muss jetzt mal ins Blaue schätzen, aber ich würde sagen, wir hatten letztes Jahr einen Etat von 150 und würden dann in der Bayernliga wahrscheinlich 180 bis 200 brauchen, so grob geschätzt. Aber die Zahlen sind nicht belastbar, wüsste ich nicht auswendig. Weil mit 100 auf 180, Bad Neustadt gefühlt 300.000, 400.000. Insofern... das Geld sitzt bei uns nicht locker. Wir versuchen es bestmöglich zu kanalisieren, das Geld, und zu investieren. Und bezüglich Rimba, ich sage es immer wieder, das ist ein Fehldruck. Wir wollen kein Konkurrenzdenken aufbauen. Also natürlich ist das ein Vorbild für uns. Wir haben leider den Nachwuchs nicht gehabt. Wir haben jetzt aber die Anna Hermann-Malter, die eine hervorragende Jugendarbeit leistet, wie viele andere auch. Wir wollen uns diese Eigengewächse wieder erarbeiten. Unsere C-Jugend spielt aktuell Landesliga. Das war schon lange nicht mehr der Fall. Wir wollen uns die erarbeiten, damit wir auch irgendwann mal wieder mit Heidensfelder Spielern auflaufen können. Das ist ein Prozess, der dauert. Wir haben jede Jugendmannschaft nun besetzt, wo wir extrem stolz drauf sind und hoffen, dass die auch alle dabei bleiben. Und hinsichtlich Rimba gibt kein Konkurrenzdenken. Es wird mal ein Talent durch den Raster fallen bei Rimba, da freuen sich die Umkreisvereine davor. Und vielleicht kommt mal ein tolles Talent bei uns raus, da freut sich dann vielleicht Rimba darüber. Wir sind im Handball darauf verpflichtet, uns gegenseitig zu unterstützen, denn sonst haben wir keine Chance gegen Fußball oder Basketball. Das muss jedem jetzt mal klar werden. Ich finde es toll, was in Rimba passiert ist. Ich verfolge das auch regelmäßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, da ist das Herz ein bisschen geteilt. Auf der einen Seite, wie ich gerade geschildert habe, muss man dankbar sein um jeden, der für das Handball was tut. Und natürlich ist es auch ein Anreiz für uns. Ne? Aber auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft, die Sie in der Mainz mal angekündigt hatten, müssen Sie ja vorbei an den Rimbachern. Also was man bei Rimbach halt sieht, und das ist die große Befürchtung, die machen ja sehr, sehr vieles sehr professionell und machen das wirklich toll. Also muss man echt sagen, Grüße an die Familie Sauer. Riesenrespekt, was ihr da leistet und viele Helfer und Helfershelfer, das ist unfassbar und da ziehe ich wirklich meinen Hut, weil das ist für den Handball richtig toll. Ich bin öfter auch mal in der Kalthimmerle, schauen wir ein tolles Handballspiel an, das ist mega. Wir wollen dorthin. Wir haben gesagt, wir wollen in die Bayernliga. Jetzt haben wir Zeit zum Entwickeln. Es gibt immer Jahrgänge, die sind stärker besetzt. Darauf hoffen wir irgendwann, wenn wir die Zeit zum Entwickeln bekommen. Und dann müssen wir an Rimba vorbei. Ich glaube aber, dass Rimba ein Problem bekommt, wenn der Max Brustmann im Tor aufhört. Weil ich glaube, dass der 50% des Erfolgs ist. Ja, ohne jetzt zu schmälern, ohne jetzt die Mannschaft zu schmälern, aber das ist ein unglaublicher Rückhalt. Und wenn der mal aufhört, weiß ich nicht, ob die qualitativ so nachverpflichten können. Klaus, du kennst ja die ganze, wenn wir jetzt gerade schon auf Rimba zu sprechen kommen, Heiko Karrer in Verbindung mit Rimba, du hast das Ganze ja mitgemacht, ab der Landesliga, Heiko kam ja nach Rimba zur Landesliga-Zeit. Erzähl doch du mal ein bisschen, hast du was mitbekommen, wo packt er an, was sind so seine ersten Stellschrauben? Alex hat es ja gerade schon ein bisschen gesagt, er nimmt den Vorständen oder den Teammanagern Gespräche mit der Mannschaft schon ab. Da hat er ja anscheinend ein gewisses Gespür dafür. Was macht ihn denn so besonders? Erstmal macht den Heiko das Besondere aus. Ich bin jetzt ein bisschen heißer vom Pokal Final Four. Ne? Deswegen sitzt du mal nicht nur schon so ein Fanclub, nicht ich schreie 60 Minuten und ich muss nur lauter schreien. Noch lauter. und es macht den Heiko ja so sympathisch. In Rimba, der ist ja auf Rimba, nur auf Rimba gestoßen. Der macht das auf eine kameradische Art, mich da das ein wenig. Ne? Aber trotzdem verlangt er viel im Training, wie jetzt der Alex gesagt hat. Da hat er damals zweimal Training, hat er dann viermal Training gemacht. Ne? Und dann Kraft und alles Mögliche. Und das war eine Landesliga. Ne? Wobei ist er, man muss immer sagen, der Heiko ist immer Mensch geblieben. Ne? Er hat nie raushängen lassen, dass er mal, weiß ich nicht, wie viele Nationalspiele gemacht hat und so weiter. Ne? Aber das hat man ausgezeichnet. Und das Vorteil war ja damals bei Rimba,
Er war ja nur Spielertrainer. Mhm. Ne? Ich war ja bei Roland zusammen, so verpflichtet man den, oder verpflichtet drin bei den Heiko. Mhm. Ne? Er war ja leider verletzt, er war ja in Oberndorf, damals mit Dominik Klein sogar. Mhm. Ne? Und ja, und dann ist er zu uns gekommen, also, beziehungsweise nach Rippa, und dann ist der Abschwung gekommen. Ne? Mhm. Ne? Und er hat dann, ich habe es ja glaube ich auch gesagt, ein Jahrhundertjahrung vor sich gefunden. Und das war dann nur Rippa. Ne? Ich war auch nicht draußen, du musst vielleicht auch. Da waren 900 Leute drin, das heißt ja alle. Sinn ist das, unfassbar, also was da passiert ist. Das war die Höhle in Nord. Klar, das war ein Hammer. Ja, also das war ja, und der Heiko hat sich damals draußen ein Denkmal gesetzt, in der Halle. Ne? Also ich hab mich heute mal mit einem Ex-Spieler vom Heiko Karrer unterhalten, an dieser Stelle, schönen Grüße Thomas Dorsch. So, der Arbeitsmitglied. Der gemeint hat, also er sieht den Heiko Karrer immer als einen der größten Trainer, die in der Region herumlaufen, wie der auch die Persönlichkeit der ganzen Spieler gestärkt hat, auch im Training und so weiter, wie der die vorangebracht hat. Also er hat dem unheimlich viel zu verdanken und auch was der im Umfeld bewirkt hat. Ne? Also auch an Heiko Karrer war zum Beispiel auch jemand, der in Rimba das erste Fanfest eingeführt hat. Der gesagt hat, wir müssen unsere Helfer oder Helferfest mit Fans, wir müssen denen was bieten, wenn so das Umfeld auch mitziehen, diesen Erfolg mitnehmen, ja. Auch das Umfeld aber mitziehen. Das muss ich gleich sagen, das war in Rimba schon immer so. Ne? Ich war ja zweimal Trainer draußen. Ja. Ne? War schon immer so, da hat die Waldreiz auch gesagt, es ist kein Geld da, aber für die Helfer müssen wir was machen. Das war schon immer so. Es ist ja wichtig, mal was zurückzugeben. Wenn es bloß ein Essen ist. Ja, aber das ist auch der Vorteil von Rimba und von Lohr. Ne? Wir sind zwar Handball-Hochburgen, ne? Da ist die ja. Halle immer voll. Damit haben wir zu kämpfen. Ne? Also das muss sich ja bei uns erst entwickeln, auch bei den anderen Vereinen. Ne? Das, ja. Aber das kommt natürlich hauptsächlich von Eigengewächse. Da kommen die Freunde nicht zum Spiel, ja. Die Eltern, die Oma und so weiter. Und das ist halt phänomenal. Ja, der Fitzi geht Bayern nicht jetzt schon, schaut einmal einen Platz unter zu machen oder Halle oder Bier auszuschenken. Ne? Das ist einfach schön. Oder wie jetzt der Schmidti oder der Klaus, wo die zweite Mannschaft übernehmen. Mhm. Alex, du, sprechen wir von Umfeldveränderung und so weiter. Du hast es vorhin schon mal angesprochen. Ihr seid jetzt eigentlich durchgestartet von oben jetzt bis von unten bis jetzt in die Bayernliga. Wie verändert sich bei euch jetzt gerade das Umfeld? Mich würde auch mal interessieren, was ist so deine Aufgabe? Ich merke irgendwie, dass du immer mehr auch so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurücktrittst oder ein bisschen weniger die Rampensau spielst. Wie siehst du deine Aufgabe im Verein und wie ziehst du das ganze Umfeld damit, um Bayernliga-tauglich vielleicht irgendwann dann auch Drittliga-tauglich zu werden? Also der Appell geht natürlich an alle Handballverrückte, wenn ihr Lust habt, bei uns im Ehrenamt was mitzugestalten. Wir sind um jeden dankbar, das ist so. Ne? Wir blenden also, jetzt deine Handynummer ein. Kannst du einblenden, kann jeder auf meiner Homepage nachschauen oder auf unserer Homepage schon erfinden. Es ist unglaublich wichtig, das Ehrenamt zu stärken. Ne? Also am Anfang ist es auch wichtig, finde ich, wir haben von ganz unten gestartet. Das war kein Handball, das war alles, aber kein Handball, was ich mir da anschauen musste. Sorry, wenn ich das so deutlich sage, aber das war echt, da habe ich viele Spiele gesehen. Und dann ist es ganz wichtig, dass im Verein, vielleicht kannst du das nachvollziehen, Conny, dass einer das Sagen hat. Weil wenn da zu viele Gedanken, es sind unglaublich viele Gedanken in so einem Verein. Und wenn du aber in so einer unteren Liga nicht einen ganz roten Faden hast, wo du den verfolgst und einer vorangeht, dann wird es nichts, weil das ist so wachsweich alles. Bei den höheren Ligen ist es wieder anders, da musst du breit aufgestellt sein. Ne? Und deswegen, ich habe es auch immer gesagt, bei uns intern, ich muss keinen Amt haben. Das ist für mich wie ein Baby, genauso wie es ein Manfred sein Baby ist oder dem Heiko sein Baby. Ich werde immer dabei bleiben, ich brauche kein Amt. Ich muss nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ich möchte einfach, dass der Handball davon profitiert. Das ist mir ganz wichtig, der Handball. Und so ein Spiel auch Handball. Ich finde, das ist immer noch der geilste Sport, den wir in Deutschland haben. Ist meine Meinung. Und mir ist ganz wichtig dann natürlich hin danach auch, dass der Verein sich entwickelt. Ne? Und deswegen gehe ich auch immer bewusster zurück, um auch mal so ein paar junge Leute anzulassen, denen das richtig Spaß macht und dann im Prinzip das mit breit aufgestellt sind. Und was ist jetzt dann konkret deine Aufgabe? Bist du dann jetzt nur, sagen wir mal in Anführungsstrichen, weiß ja jeder Geldgeber oder bist du auch Organisator? Ziehst du die Leute mit? Du hast jetzt den Flo Nöth angesprochen zum Beispiel ein paar Mal, der ja bei euch Abteilungsleiter oder Vorstand sogar. Vorstand des Fördervereins, ja. Dann macht er die Musik bei den Heimspielen, ja. Dann macht der Flo oder ich mal den Bischer. Ja. Also wir haben immer so ein paar Vakanzen. Ja, wir sind beide noch Schiedsrichter, Flo und ich pfeifen zusammen.
Also wir sind unglaublich, du bist eigentlich Mädchen für alles. Und das ist teilweise auch schön so und teilweise musst du aber davon auch wegkommen. Ne? Und aktuell bin ich noch Abteilungsleiter und bin im Prinzip auch klar Geldgeber, logisch, aber es wird darauf hinauslaufen, dass wir eine andere Struktur einführen und dann werde ich dann Sponsorenbeauftragter sein, also werde weiter die Sponsorenkontakte pflegen und hegen. Und wo ich gebraucht werde, bin ich da. So kürze ich das auch im Ehrenamt. Wo man mit hinlangen kann, dann mit hin. Man baut die Banden beim Heimspiel mit auf, man trinkt das letzte Bier natürlich auch, klar. Ja. Sie haben ja auch durch, Bier. Durch Ihre Persönlichkeit auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf die Bullen auch gezogen. Mhm. Ne, also Sie sind ja auch jemand, der nach außen hin polarisierend in der Öffentlichkeit auftritt. Der immer für einen Spruch gut ist, ne? Wir Medien lieben es, wenn sie die deutsche Meisterschaft irgendwie ausrufen, aber dieses Polarisierende, ist das tatsächlich, sind Sie so oder man hört immer mal wieder, Sie sind impulsiv, es fällt auch mal das Wort unberechenbar, oder ist das eine Rolle, quasi in die Sie schlüpfen, um diese Aufmerksamkeit für den Preis, dass Sie jetzt vielleicht nicht überall beliebt sind, dass Sie die in Kauf nehmen? Oh, ich beliebt bin, das interessiert mich nicht. Ich will auch keine Freunde, ich will erfolgreich sein. So, und ich denke, durch den Erfolg kommen dann die Freunde. Ich habe es letztes Jahr gesagt und sagst dieses Jahr wieder, es war eine Charakterfrage in der Landesliga. Wir hätten noch letztes Jahr aufsteigen können, wir hatten den besten Kader in der Landesliga. Der Charakter von einigen Spielern hat gepasst. Und sowas macht mich, da könnte ich durchdrehen, könnte ich da. Ja. Wenn ich dann sehe, was von uns gefordert wird im Ehrenamt, was nicht alles, also dass du nicht den Spielern noch von der Schule abholen musst oder vom Studium und dann heimfahren sollst und dann im Gegenzug kommt keine Leistung, ja, wo sind wir denn? Ja. Also wenn ich einen Vertrag mit dem Spieler eingehe, dann erwarte ich auch, dass da, und da kann ich schon mal richtig ausrasten, das stimmt. Und früher war es so, wenn wir ein Spiel verloren haben, war ich Sonntag schlecht gelaunt, brauchten Eltern mit mir reden und am Montag vielleicht auch noch. Heutzutage, die gehen aus der Kabine raus. Die nehmen zum Feiern. Das ist ein Hammer, ist das. Ne? Also kann ich nicht nachvollziehen und da fühle ich mich schon gekränkt, da fühle ich mich auch persönlich leicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, also insofern klar unberechenbar, aber nur wenn man es drauf anlegt. Ne? Also dann ist es aber keine Rolle, sondern Sie sind dann schon so mit voller Leidenschaft ich in jeder Richtung. Ich bin da dabei, klar. Ja. Das ist aber auch bei meiner Selbstständigkeit so, das ist vor allem, was ich mache, so entweder mal ist ganz oder gar nicht. Mhm. Und dann muss man halt schauen, also solange, sagen wir da, seriös mit umgegangen wird mit solchen Situationen, ist alles gut. Aber wenn man merkt, dass sagen wir mal, gewisse Persönlichkeiten das zu ihren Gunsten weit ausdehnen, dieses Handlungsspielfeld, da kann schon mal das eine oder andere harsche Wort fallen, ne? Ist klar. Gibt es aber an Alex hier auch daheim mal ruhig, relaxed, entspannt? Immer, jeden Tag. Also heute bist du, merke ich, sehr entspannt. Wir haben mal einen Nachwuchs bekommen vor 10 Wochen, insofern. Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Ja, ja. Wir können wirklich eine Mädchenmannschaft auch mal aufnehmen. Ich habe auch zwei jetzt. Der Heiko, gerade zwei. Ich spiele schon Handball. Ich habe drei. Ich spiele schon Handball. Ja, klar. Muss ich noch natürlich, den gibt es jeden Tag. Ne, aber also den Tag, wenn irgendwas Schlimmes passieren würde im Verein, ich würde es mir nicht zu Herzen nehmen, dann muss ich aufhören. Ne? Weil dann bin ich hier mit der Leidenschaft dabei, dann dränge ich nicht. Und das ist. Conny, der Alex hat es jetzt gerade angesprochen. Jugend, wir sitzen, wie wir jetzt alle da sitzen, kennen wir noch so diese alten Jugenden, ne? Trikots tragen, Wasserkasten tragen, wo ist der Bierkasten nach dem Spiel in der Kabine, ne? mach mal was. Wir müssen ja auch mit unserem Format auch immer so den Jugendlichen auch mal ein bisschen wieder, vielleicht mal ein bisschen Erden wieder mal reinbringen. Du hast jetzt gerade schon so oft gesagt, Alex, mal wieder Erden. Ist es so, du trainierst ja auch eine Mannschaft, hat sich die Jugend da anders entwickelt in den letzten Jahren als wir es? Wir waren auch feiern, wir haben auch, aber ich weiß noch genau, wie Daniel Vogt damals in Waldbüttelbrunn gekommen ist und hat gesagt, Kreuz, wo ist denn der Bierkasten nach dem Spiel? Also weißt du, was immer losgegangen? Wir müssen die Kabine, die Dusche abziehen und so. Das hat man allein aus Respekt, hat man das gemacht. Ja. Aber der Alex sagt es ja gerade selber, es ist solche Tugenden gibt es eigentlich gar nicht. Wie ist das bei euch oder in generell allgemein? Bei uns nämlich nicht anders als überall anders. Also es war damals als junger Kerl eine riesengroße Freude, in der Halle dabei zu sein beim ersten Mannschaftsspiel. Jetzt muss ich dich mal unterbrechen kurz. Ja. Alex soll jetzt. Jetzt kommt. Endlich gibt es was zu essen. Ja. Wegen der flüssigen Nahrung auch was Festes. Genau, einfach. Ach. Ja. Pizza essen. Entschuldigung, Conny, jetzt haben wir dich unterbrechen. Aber für was zu essen, immer. Ja. Wie nimmst du die jugendlichen Handballer heute?
sagen. Ja, ich habe es gerade schon mal so ein bisschen, für uns war damals Heimspieltag, war Festtag. Wir haben Plakate gemalt, wir haben uns an die Trommel oder hinter die Trommel gesetzt. Das ist heutzutage natürlich immer ein bisschen weniger oder wird immer weniger. Auch sind die jungen Spieler weniger bereit, selber zu trainieren, selber dafür zu leisten, damit sie was tun. Und ich wollte es vorhin kurz einhaken, aber wenn man als junger Spieler, der von der Bezirksoberliga in die Landesliga aufgestiegen ist und kriegt dann eine Möglichkeit, unter jemandem wie Heiko Karrer zu trainieren, da brauche ich kein Geld vom Verein dafür, da brauche ich keinen, da sage ich, hey geil, danke. Was kann ich tun, damit ich da was zurückbezahlen kann? Und da würde ich 6-mal die Woche in die Halle bringen, um die Chance wahrzunehmen. So ist halt nicht jeder, so tickt nicht jeder. Aber die so ticken, jetzt als bestes Beispiel Basti Kraus, der hat auch Landesliga gespielt und war auch in der Landesliga schon immer ein sehr talentierter, auch der Stelle schöne Grüße, schon sehr talentierter, aber ist dann auch mit dem Heiko Karrer durch Ehrgeiz irgendwie gewachsen. Bestimmt noch jeder Liga gesagt. Wie viel gibt es? Genau. Und daran kann man sehen, was man mit Training und Ehrgeiz alles erreichen kann. Aber das ist nicht mehr so heutzutage. Genau. Das ist brutal. Also ich sehe es genauso wie du. Was hätten wir damals uns die Finger geleckt, um dann Heiko Karrer zu trainieren? Ja. Also wirklich, da werden wir, egal wo hinfahren, wahrscheinlich in der Region. Ja. Heutzutage, also das ist nicht mehr so. Und das Schlimme ist, die Eltern sind auch anders. Ja. Ne? Also früher, meine Eltern hätten mich überall hinfahren und ich sagte, das möchte ich machen. Heutzutage, die Eltern sagen, ne? Haben wir keine Lust drauf. Das ist schlimm. Alex, wie geht ihr damit um jetzt bei den Hetzfelder Bullen? Du hast ja vorhin schon mal gesagt, ich meine, Nachwuchsarbeit ist wichtig, dass du junge Leute bekommst, die sich mit dem Verein identifizieren und die dann vielleicht auch mal erste Männermannschaft spielen, ohne einen großen Betrag X aufzurufen. Von daher interessiert es mich schon, wie ist der Heiko Karrer gerade im Moment der richtige Mann, um auch Spieler zu holen? Gucken die da und sagen, ja, ich will bei der Heiko Karrer Trainer ist kommen, oder lechzen die wirklich nur nach dem Geld? Ist das Also das mit dem Geld, das hast du relativ schnell raus, glaube ich, als Verantwortlicher. Also in der Regel ist es so, du lässt den Spieler ein-, zweimal zum Training kommen, dann spricht der Trainer mit dem Spieler und dann kristallisiert sich, ob es überhaupt ein Gespräch mit dem Vorstand gibt. Weil auf solche Gespräche habe ich keine Lust, gar nicht. Wir haben was Besseres zu tun. So, die wollen wir auch nicht. Wir wollen einfach junge Spieler, die heiß sind, die aus der Region kommen. Das Talent, das wird sich dann zeigen, ob das vorhanden ist oder nicht. Man muss sich dann bei uns auch mal vielleicht durch die zweite Mannschaft qualifizieren, wenn man da im Prinzip mit aufbaut. Aber das kennen wir alles. Ne? Und ja, der Heiko ist für uns ein Glücksfall gewesen. Das ist einfach so. Wir wollten ihn unbedingt haben. Wir haben auch keinen Vertrag großartig. Wir haben ein Handschlagbekenntnis, so wie es mein Großvater noch gemacht hat. Wir haben jetzt auch gehandhabt. Heiko hat gesagt, solange es mich bei der Erzähler Bullen gibt, als auch den Johannes in den Florian, ist er dabei. Und wo es uns dann hinführt, das wird man sehen. Wir kriegen alle relativ viele Anfragen von Handball-Bundesliga-A-Jugendlichen, die in Würzburg studieren wollen. Das ist der große Vorteil von Würzburg, dass wir hier studieren kann. Ja, und die arbeiten wir gerade ab. Sind interessante Jungs dabei. Sie hatten ja im Vorgespräch jetzt gesagt, Sie geben heute auch einen Neuzugang bekannt. Einen Neuzugang geben wir bekannt. Wir geben am 5.5. ja beim letzten Heimspiel die Neuzugänge und die Vertragsverlängerung bekannt. So viel sei, bevor ich den Neuzugang sage, noch angekündigt. Wir werden alle Spieler behalten, weil wir sind sehr zufrieden aktuell. Ein Spieler, ein wohlverdienter Spieler, geht in den Handball-Ruhestand. Der Dominik Orff, der Grüße an dieser Stelle, der möchte ein bisschen mehr Zeit für die Familie haben, hat Nachwuchs bekommen, wird auch vielleicht im Team hinter dem Team reinkommen und ja, unseren ersten und wohl derzeit bekanntesten Spieler, den wir verpflichtet haben, ist der Ivan Saramuka aus Rotenburg. Ja. Aktuell, glaube ich, Torschütze, König oder Zweiter der Bayernliga. Wir wollten schon immer mal so einen Schützen haben, wo hinten raus alles zusammennageln kann. Den haben wir jetzt geholt. Und an dieser Stelle Grüße nach Rotenburg. Nein, der Patrick Schneider wird uns nicht verlassen, der klagt auch bei uns. Was geht denn für Glück drum? Aber das ist, wenn wir jetzt schon beim Thema sind,
Maxi Schmidt hört ja in Bad Neustadt auf, probiert jetzt auch seine Verletzung erstmal aus, wird jetzt auch Weiß in Verbindung gebracht mit euch, ist an dem Thema was dran? Toller Spieler, erstmal Genesungswünsche natürlich. Ja. Ich habe das Video gesehen von seiner Verabschiedung, sehr emotional. Ja, tolle Karriere, 9 Jahre Bad Neustadt. Toll, auch ein sympathischer Kerl, wir haben uns schon persönlich kennenlernen dürfen, klasse Handballer. Ich habe bislang immer gehört, dass er nach Lohr geht. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen verwundert, dass er mit uns... Ja, das ist die Sohn in die Gruppe und Bruder. Ja, also, wir haben, also, das kann man auch ehrlich sagen, wir hätten mit ihm ein Gespräch natürlich geführt, wenn er uns angerufen hat, aber es ist kein Kontakt zustande gekommen. Wir haben auf der Mittelposition planen wir weiter mit unserem Luis Franke. Und, na gut, ein was kann man noch sagen, wir sind ein Bündnis eingegangen mit der TVG Jugendakademie. Mhm. Und da kriegen wir einen sehr talentierten Rückraumspieler. Na, Jugendlichen noch, Doppelspielrecht, und den wollen wir mit auf die Miete ziehen. Niklas heißt er. Grüße dahin. Alles schon passiert. Wenn wir heute schon alles grüßen durften. Ne? Also der Maxi Schmidt ist für uns in der Hinsicht. Keine Option. Und wenn er doch anruft? Gut, dann haben wir auf jeden Fall mal. Entschuldigung, wir führen ja mit vielen Gesprächen. Es wäre fatal, keine Gespräche zu führen. Ja. Alex, mich würde trotzdem noch mal interessieren, jetzt mal weg nochmal von den Neuzugängen. Erstmal vielen Dank für die Verkündung. Als auch gleich ein Aufruf, dass alle in die Halle kommen am kommenden Sonntag um 16 Uhr, glaube ich. Gibt noch die ein oder andere Überraschung. Um 16 Uhr beginnt das Spiel gegen... 16 Uhr beginnt das Spiel gegen Kamm. Da haben wir diesen Vizemeister gewonnen letzte Woche. Leider, wir hätten gerne im letzten Spiel noch einmal sowas zurückgeben, aber... Ja. Also ist auf jeden Fall noch mal ein wenig Brisanz drin, dann auch am Sonntag. Wir geben alles, wir ziehen durch. Und die, dann werden die weiteren Neuverpflichtungen auch vor. Richtig. Also ein Aufruf hier nochmal alle in die Halle nach Heidensfeld zu kommen. Mich würde jetzt trotzdem nochmal interessieren, Alex, du bist ja der Macher des Projekts eigentlich. Du stehst da hinten dran, wie ein Fels in der Brandung. Für mich ist trotzdem immer, wir sind hier in Würzburg, das war auch schon eine Frage an die Rimpacher damals, wir haben hier in Würzburg nur beschränkt Kontingent auch an Sponsoring und so weiter. Wir sind keine Metropole wie Hamburg, Frankfurt, ja, da gibt es ja teilweise Bundesliga-Fußballclubs, 2 Stück in einer Stadt. Wie willst du das schaffen, mit dem kleinen Würzburg letztendlich so groß zu werden? Und es gibt jetzt aber gerade die Rimbacher Wölfe und es gibt jetzt meiner Meinung nach die Hetzfelder Bullen, die da hoch wollen, die da richtig polarisieren. Gerade halt mit dieser kleinen Stadt. Also Würzburg ist total sportaffin. Das ist ein Riesenvorteil von uns. Es gibt tolle Sportprojekte. Ich glaube, einige werden auch wieder verschwinden vom Bildschirm. Jetzt gerade mal aufs Handball gemünzt, aber andere Sportarten, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Stadt noch aktiv kein Handballprojekt fördert. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal einhacken, weil ich weiß, es gibt Fördergelder für sehr große Vereine in Würzburg, noch für keinen Handballverein. Da muss man sicherlich das Gespräch noch mal suchen. Ich glaube, dass Fußball immer geschehen wird. Also die Leute sind einfach fußballaffin. Ich habe selbst Dauerkarten, wobei ich sagen muss, die dritte Liga ist für mich sehr uninteressant. Zweite Liga war phänomenal, muss ich sagen. Da war ich oft im Stadion, das war toll. Das ist ja schade, dass es diesmal nicht geklappt hat, aber Daniel, du wirst es schon machen. Ja, und dann Basketball, war ich auch mal lange Zeit dabei. Aber bin ich nicht mehr so begeistert, weil das ist einfach brutal, wie schnell sich da die Spieler, die haben ja Tagesverträge, ne? Wenn sich einer verletzt, kommt der Nächste. Also das kann ich nicht unterstützen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht mein Fall. Das Projekt ist langfristig angelegt und dann glaube ich auch, dass Rimba und wir, also Würzburg ist groß genug für 2, sagen wir, gut aufgestellte Vereine. Und dann muss ich halt sagen, Würzburg ist halt nicht Rimba und Rimba ist nicht Würzburg. Insofern sehe ich da schon Vorteile von unserem Standpunkt her, von unserer Lage her. Wir sind ein Würzburger Verein, nehmen uns jetzt aber die Zeit. Also das heißt, wenn es nicht in 3 Jahren jetzt die dritte Liga ist oder in 5 Jahren die zweite Liga, wir sind total entspannt, wir sind super happy, wir wollten immer in die Bayernliga zurück, das war unser mittelfristiges Ziel. Das haben wir so kurzfristig erreicht, wie wir nicht gedacht hatten, wir haben es uns erhofft, aber nicht gedacht. Und alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Und das werden wir uns aber so strukturiert erarbeiten, dass das auch nachhaltig passiert und langfristig. Bayernliga ist ein gutes Thema. Was freust du dich da am meisten jetzt in der kommenden Saison? Ich freue mich tierisch auf das Auswärtsspiel in Lohr. Und das wollen wir.
Waldblutbrunnen, ja, ist auch cool. Da wird es, also es wird einfach tolle Derbys geben. Ne? Ja. Aber in Lohr, da gab es auch so ein paar Vorfeldgeschichten. Wir haben gegen die zweite Mannschaft damals gespielt in der BOL um den Aufstieg und dann gab es hitzige Duelle und dann gab es einfach so ein paar Meinungen, wo dann im Internet kommuniziert wurden, auch weil wir da zwei, drei Jugendspieler geholt haben, die aber nie Einsatzzeit in Lohr bekommen haben. Man will da halt ein bisschen was. Ich habe immer gesagt, für mich wird ein Höhepunkt, wenn wir in Lohr auswärts gewinnen. Und so ist es. Wenn wir das erste Mal in Lohr auswärts gewinnen, freue ich mich tierisch. Jetzt müssen wir erstmal in der Liga bleiben. Das schaffen die. Bin ich mir ganz sicher. Ach so, ja, wir müssen drin bleiben. Das schaffen die. Schon was Leuten hören, wer neuer Trainer in Lohr wird? Nee, aber wir haben es gut. Du? Conny, du bist ja gar nicht so mit schnell bekommen. Du bist normalerweise einen relativ guten Kontakt auch zum Luki. Ja. Bei dir haben sie angefragt? Nicht für die erste, nein. Als Spieler auch. Vielleicht gibt es ja einen Spielertrainer. Nicht mehr. Also ich glaube, die Kombination ist sehr gefragt heutzutage. Und ja. Ich tippe auf den Maxi Schmidt als Spielertrainer. Okay, sei mal dahingestellt. Nicht. Werden wir sehen, was da passiert. Du hast jetzt wohl gerade angesprochen, klar, ihr wollt langsam jetzt das Projekt weiterhin nach oben bringen, ja. Aber ihr werdet nächstes Jahr wieder einen Bombenkader haben, davon gehe ich stark aus. Ich bin gespannt, was da nächste Woche noch an Neuverpflichtungen bekannt gegeben werden. Aber ihr werdet nächstes Jahr sicherlich in meinen Augen jemand sein, eine Mannschaft sein, die oben mitspielt. Ist es so oder wollt ihr oben mitspielen? Wie ist euer Ziel für nächste Saison? Also es gibt eine kleine Anekdote, die muss ich kurz erzählen. Der Jörg Rieger war bei uns vor zwei Wochen im Training und hat ein kleines Interview mit Heiko und mir geführt, auch bezüglich jetzt des Meistertitels und nächste Saison. Und dann haben wir immer uns um die Frage gedrückt, wo seht ihr euch denn nächstes Jahr so positionierungsmäßig? Und haben immer gesagt, wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ja, wir wollen uns in der Liga etablieren und so weiter. Zwei Stunden lang sagt das der Heiko nicht. Und dann sagt der Krieger, sagt, Matthias Wager, du bist ein erfahrener Spieler, geh mal her, ich habe eine Frage an dich. Und dann sagt er, ja, was ist denn, wo siehst du dich, also mit der Mannschaft und so weiter, hast du ja Beine, 1 bis 3 ist alles drin. Ja, guter Mann. So. Gut, ne? Von ja, gemerkt. Ja, nee, wir waren ein bisschen verärgert. Aber am Ende des Tages kann man das ja seriös so nicht sagen. Also man muss die Vorbereitung abwarten, man muss schauen, ob man Verletzungen hat. Das ist ein entscheidendes Thema. Bayernliga, jetzt endlich können wir mal während der Saison auch mal nachverpflichten, ohne dass wir die Wechselpausen haben. Das ist eine Riesenerleichterung. Das brauche ich genauso, das ist echt übel. Aber ich glaube, wenn die sich gut einfinden, werden wir relativ schnell nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber man muss natürlich auch schauen, was von oben runterkommt. Ne? Schafft Bad Neustadt einen Aufstieg, ich hoffe. Ja, aber Coburg kommt runter, ja. Erlangenbruck 2, also Brooklyn United dann. Ne? Das werden Bombenteams sein. Ja? Und also wenn wir relativ schnell den Klassenhalt fixieren, dann freuen wir uns tierisch und dann schauen wir mal, was nach oben möglich ist. Ja. Aber es wäre zu unseriös, eine Aussage zu treffen, was da möglich ist. Wann geht's los dann mit der Vorbereitung? Im Juni, geplant? Anfang Juni. Augenblicklich trainieren Sie durch. Wir trainieren durch. Ah, ja, okay. Oder bist du gestrichen? Naja gut, es gibt schon punktuell, ne? Also die Spieler stimmen sich mit Heiko ab. Zwei Wochen Pause, das war's. Wie sieht dann die Intensität aus vom Training? Vorbereitung sicherlich 7-mal. 7-mal, okay. Und während der Runde? 4-5-mal. Wenn es noch mal gut geht. Ihr wisst ja alles, was. Jetzt sind wir aber genau bei dem Stimmung. Da weißt du es ja auch, ne? Hallenzeiten. Hallenzeiten. Ne? Wir müssen die Reinigung selbst durchführen, weil wir mit Harz trainieren wollen. Also das heißt, wir reinigen nach jeder Trainingseinheit die Halle selbst. Ne? Das ist ein Riesenaufwand. Wer macht das? Die Spieler? Teils die Spieler, teils dem Heiko seine Firma. Also wir sind da wirklich voll dabei. Ne? Heiko mal telefonieren, Thomas. Wir haben dasselbe Problem in der Augenwischer sein Auerbrot. Ist heftig und ja. Aber ist natürlich auch eine ordentliche Belastung. Also wenn ich sage 7-mal die Woche, ist nicht immer die Halle angesagt. Ne? Ja. 2-mal Kraft, 2-mal laufen, aber 7-mal in der Vorbereitung. Ja. Das ist schon ordentlich. Wenn du Lust hast, Prost an? Nee. Ich habe das ein bisschen in so einer Art und Weise mal mit Norbert. Schick ihm mal Beispiel. In der Landesliga uns dann auch 5-6-mal die Woche in der Vorbereitung überholt. Nee. 90 Kilometer durch den Wald laufen. Genau. Zumindest nicht, wenn ich keinen Biergarten als Ziel habe. Aber für die jungen Spieler, du hast es vorhin kurz am Anfang gesagt, ich meine, es zeigt sich dann eben ab der 40., 45. Minute. Genau.
mehr ein paar Mal mehr trainiert hat als die anderen. Und das ist zum Glück so. Ja. Fleißzeit. Das ist so. Gut. Und noch Spiel, bei denen der letzte 10 Minuten entschieden. Ja. Martin, wo siehst du die Hexfelder Bullen nächste Saison? Wenn du jetzt hörst, wie oft die trainieren, könnten wir uns eine Scheibe abschneiden wahrscheinlich davon. Dann würde ich einmal das ein oder andere Spielergesicht gern sehen. Ja, absolut, oder? Also bei uns ist schon manchmal dreimal schwer, da klotzen sie schon. Ne? Aber ja, du kannst das ja immer ganz gut einschätzen eigentlich, was erwartest du auch von den Hexfelder Bullen in der nächsten Saison? Also erstmal muss ich mal hier jetzt an Alex ein großes Lob aussprechen. Das muss man, glaube ich, auch mal machen. Der setzt sich da jetzt hin ohne einen Heiko und sagt mal so raus, was er denkt über die ganze Sache und auch kritische Worte auch an Ex-Spieler mal gerichtet, denke ich, auch in die Richtung. Und das ist auch alles in Ordnung, finde ich. Alex und ich werden auch das Vergnügen, vor der Saison oder Anfang der Saison mal ein bisschen E-Mail-Kontakt miteinander zu haben. Das haben wir auch sauber gelöst einfach und das war ein guter Austausch an der Stelle nochmal, Alex. Super gelaufen. Ne? Können wir uns ja später nochmal drüber unterhalten. Und da muss man einfach mal sagen, gut ab jetzt heute, wie du dich jetzt hier präsentiert hast. Und genau das habe ich vorhin auch schon gesagt. Ja, die Darstellung von den Bullen ist eine ganz andere wie vor eineinhalb Jahren noch. Ne? Das ist schon mal super, gut, dass ihr euch so präsentiert. Das ist schon mal gut ab und ist auf jeden Fall top. Und wo sich die Bullen etablieren im nächsten Jahr. Also Thomas, du hast glaube ich schon gesagt und ich denke, der Jörg und der Matti, die haben da auch schon ein ganz gutes Gefühl dafür. Ich möchte natürlich die Messer da auch nicht so hoch legen, auch nicht so viel Druck machen von meiner Seite aus, aber das Druck werdet ihr bestimmt nicht verspüren, aber die Bullen werden eine super Saison, denke ich, spielen und ich bin auch gespannt, was da noch nachgelegt wird, aber es wird auf jeden Fall ein sehr guter Kader werden, habe ich so ein gutes Gefühl und ich freue mich auf jeden Fall gegen Wabü, das ist ja ganz klar. Als Wabüler, da ist man einfach gespannt, was sich da tut, aber auch das Lohrer Derby dann, es wird eine geile Saison nächstes Jahr. Also die Oberliga wird richtig, richtig interessant und mich freut es für die Bullen, dass sie da jetzt endlich dabei sind. Was Besseres gibt es nicht. Und ich denke jetzt mal nicht, dass es wahrscheinlich gleich um den Aufstieg geht, dafür sind die anderen einfach schon zu erfahren oder auch Wabü wird nächstes Jahr auch wieder eine gute Rolle spielen. Ich habe da auch schon einiges gehört, Janik Badina etc. Also die machen bestimmt da auch noch oben mit, sind ja die letzten 5 Jahre schon mit dabei auf Platz 2, vielleicht schaffen sie es mal auf 1, wer weiß. Aber es wird eine Hammer-Saison, also es wird für alle schwer wahrscheinlich, ne? Und auch für die Bullen. Das ist, Coburg wird durchlaufen, glaube ich. Die sind unberechenbar. Aber ihr seid auch mit auf dem Zettel, definitiv. Guckt zu, ne? Ja. Aber ihr seid mit auf dem Zettel. Also die Mannschaft muss sich wieder finden. Und aber ihr haltet den Kader zusammen, weißt du, Alex? Das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Ne? Der Heiken muss nicht nochmal 5, 6 neue Spieler, wahrscheinlich so viele werden es nicht werden, mit einbinden in das System, in die Strukturen, sondern er hat kleine Spieler, die er noch braucht. Wie du sagst, wir brauchen Rückraumshooter. 5, 6 Wertschöpf? Ja. Wir muss sehen, wir hatten einen 10er-11er-Kader in der Landesliga. Also wir waren sehr minimiert. Wir haben gesagt, wir halten den Fokus relativ klein, ne? Damit auch jeder weiß, ich spiele. Wenn du dann 14 Spieler oder 16 hast, dann sind manche unzufrieden, dann kommt wieder Stimmung in die Mannschaft. So. Das heißt, du musst jetzt halt einfach ein paar, wir haben wahrscheinlich einen erweiterten 16er-Kader, hast ein paar Junge dabei, die dann sich in der zweiten austoben dürfen, die aber beim Training dabei sind. Aber bei 7 Mal in der Woche, da wird das in der Vorbereitung, denke ich, ganz gut von der Hand gehen. Müssen wir ein paar Klettereinheiten mehr machen, dass das Teamgefüge wieder stimmt und dann läuft das. Das Geile ist, die Spieler freuen sich halt auch tierisch. Das ist super. Wenn du Patrick Schneider siehst, der kommt als Publikumsliebling der dritten Liga runter zu uns und findet in der Landesliga einen Torhüter, der völlig abzyklische Bewegungen macht. Und auf einmal hält er dann einfach Bälle, wo er sagt, wie kommt der ins Eck rein? Und der Matthias steht hinten drin und sagt, ich kenne von der Bayernliga von 90% der Spieler die Wurfbilder, weil ich mir die Videos angeschaut habe. In der Landesliga sagt er, kommen Würfe. Weißt du nicht, ne? Nur? So, also insofern ist es für die Spieler natürlich auch toll. Aber ich muss mal da zurück eine Frage stellen. Ihr seid ja auch aufgestiegen. Die Hälfte des Teams bei euch gefühlt kenne ich ja auch schon von unseren Hallen und so weiter und vom Umfeld. Wie seht ihr euch denn nächstes Jahr? Weil ich denke mal, der Sprung von euch in die Verbandsliga ist es, glaube ich, korrigiert mich, ist natürlich wahrscheinlich riesig, ne? Die Frage an Thomas als Spieler oder? Ja, hast du an dich als Trainer natürlich? Also erstmal danke für die Spieler. Ja, die haben uns dieses Jahr schon sehr geholfen. Nee, ich meine auch verschiedene andere. Ne? Also jetzt hat bald die 110 ist einer kommt, der Felix Roder und so. Ja, genau. Ja. Also ist ja toll, ne? Also bevor sie, ne? Bevor sie gar nicht spielen, sind sie bei mir. Das ist super. Da bin ich auch happy und der Verein ist froh, dass wir solche Spieler haben. Aber auch
da gucke ich aufs, klar, handballerische Qualität ist das eine, aber trotzdem das Menschliche passt aktuell auch, das muss man einfach so sagen und da bin ich schon wahnsinnig happy mit dieser Truppe. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ja, die Verbandsliga, ich hatte ja letztes Jahr das Vergnügen, aus dieser Liga abzusteigen. Hab da selber viermal mitspielen müssen in der Liga, weil es einfach auch durch Verletzungen sehr schwer war. Also um auch da mal jetzt den Zuschauern mal so die baden-württembergischen Ligen da ein bisschen beizubringen. Wir haben definitiv drei Ligen mehr als in Bayern, das ist einfach schon mal so, weil es einfach da eine geballte Handball-Power gibt. Ja, also wenn du Richtung Mannheim fährst, ist gefühlt jede fünf Kilometer ein Handballverein, das ist Wahnsinn. Da wird schon Handball gespielt, ne? Also da gibt es keine Mannschaft, die jetzt irgendwo, ich will jetzt auch keine Mannschaft nennen und das vergleichen, aber die können alle Handball spielen. Ja. Ja, die sind alle mit Harz ausgebildet. Also da gibt es auch in der Landesliga jetzt Mannschaften, wo richtig zupacken können, wo vorne gute Leute haben. Aber klar, vielleicht jede Liga höher, wird es schwieriger. Also ich würde gar nicht sagen, dass wir da nicht mithalten können. Wir können definitiv mithalten. Wir müssen einfach körperlich präsenter sein. Das wird es mit sich bringen. Und das Tempo wird ganz anders sein. Also Fehler werden auf jeden Fall mehr bestraft wie in dieser Saison. Und da müssen wir uns drauf einstellen, aber ich sehe uns trotzdem gut gewappnet. Wir haben auch einen guten Kader, einen großen, breiten Kader aufgestellt dieses Jahr. Bin happy darüber, dass auch alle bleiben, auch bei uns. Bleiben alle. Ja. Wir haben eine Anfrage letzte Woche bekommen haben aus der dritten Liga für einen Spieler von euch. Ich habe gedacht, das spielt noch bei uns. Ah, ja, den Kontakt hatten wir auch schon mit ihr. Ja, genau. Ja. Aber hat sich ja auch geklärt. Ja. Hat sich geklärt, ist bekannt. Ja. Aber ich glaube auch, dass wir auch mit unserem Umfeld, das ist auch sehr familiär ist und alles drum und dran und auch mit dem Team, auch da nächstes Jahr eine gute Rolle spielen. Alle wissen trotzdem auch, dass es mehr Bedarf als dieses Jahr. Ja. Und ich denke mal, es wird ähnlich bei euch sein. Jetzt hat man ein Jahr lang oder eine Saison echt erfolgreich Handball gespielt. Da ist die Laune immer top. Conny, du weißt, wie das ist. Wenn du erfolgreich bist, da gibt es kein Feuer von irgendwelchen Zeiten, vom Umfeld, in Mannschaft, intern. Ist da alles Friede vor der Eierkuh. Ich denke, es kommt auch ganz stark drauf an. Jetzt spreche ich auch für euch, auch für uns oder auch für Conny, dass man dann wirklich als Mannschaft zusammengucken muss, wenn es vielleicht auch mal nicht so läuft. Ne? Es werden sicherlich Niederlagen nächstes Jahr mehr kommen als jetzt dieses Jahr. Das ist ja Fakt, das wird bei uns auch kommen. Und dann bin ich gespannt, wie sich die Mannschaften. Und da ist jetzt das große Thema Charakter. Was für ein Charakter die Mannschaft hat. Ne? Du musst mehr machen. Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, da muss die Mannschaft zeigen, wie gut sie ist. Wenn sie zusammenhalten kann, wenn es auch mal schlecht läuft. Und das wird uns nächstes Jahr erwarten. Das wird genauso auch euch erwarten. Also lass es mal zwei Niederlagen nacheinander oder drei Niederlagen nacheinander kommen. Wie ist dann die Mannschaft noch gefestigt? Du musst ruhig bleiben. Ne? Also ein großes Kompliment auch an euren Vorstand. Ne? Nach dem Abstieg am Trainer festzuhalten, an den Strukturen festzuhalten, ist heute immer selbstverständlich. Das Schwächste Glied wird immer im Trainerzug. Das ist falsch. Das ist falsch. Der Trainer gibt eine Taktik vor. Ob es das Team dann umsetzen kann, ja, ist eine ganz andere Geschichte. Also sieht man auch beim Fußball, diese ganzen Trainerwechseleien. Würde ich mich gegen verwehren. Also insofern, Riesenkompliment nach Dietichheim Taubischus sagen, dass die Fahrer nicht nervös geworden sind, sondern seriös gearbeitet haben und auch die Zeit gegeben haben, dich als jungen Trainer zu entwickeln. Du wirst auch Fehler machen, auch wie die jungen Spieler Fehler machen. Aber dann muss man halt auch mal einem jungen Spieler oder einem jungen Trainer das gestehen, Fehler zu machen. Das ist ganz einfach. Ganz klar. Natalie, wie siehst du die Hetzfelder Bullen in der nächsten Saison? Meinst du, sie sind jetzt schon irgendwie gefühlt die Gegner? Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist der Kader gut, um in der Bayernliga mitspielen zu können und auch die Liga zu halten. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie schon ans nächste Tor klopfen. Das glaube ich nicht. Aber einen guten Mittelfeldplatz traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Ja, so würde ich sofort unterschreiben. Ich wollte euch noch ein was zeigen, bevor wir so langsam Schluss machen, weil einer beobachtet nämlich den bayerischen Handball auch ganz stark. Und jetzt ist es schade eigentlich, dass der Heiko Karrer nicht da ist, aber vielleicht kann man die Videobotschaft irgendwie zukommen lassen. Und ich habe es auch einen ganz speziellen Handballfreund, der beim letzten Handballstammtisch bei uns am Tisch war, auch versprochen, dass ich, auch wenn der Heiko jetzt nicht da ist, das Video auch euch zeige. Und vielleicht kannst du auch nochmal dessen Heiko wiedergeben. Wollte ich euch alle nochmal zeigen. Ich stelle es jetzt mal hier hin, weil es ganz speziell die Hetzfelder Bullen betrifft. Und ich möchte es euch einfach an der Stelle nochmal zeigen. Liebe Stammtischschwestern und liebe Stammtischbrüder,
dass ich so jemals ein Video beginnen werde. Aber ich bin selbst Fan vom Handballstammtisch, weil ich nicht nur selbst letztes Mal dabei war, sondern auch die Jungs verfolge, wie sie in Bayern über Handball sprechen. Wir sind ja hier in München jetzt zu Hause nach der Karriere und freuen uns natürlich über jeden Beitrag, den Handball in Bayern größer zu machen. Und dazu gehört ihr auch. Heute habe ich gehört, ihr habt den Heiko Karrer zu Gast, der mit dem Heidingsfeldern Bullen, habe ich das richtig in Erinnerung, den Aufstieg geschafft hat in die Bayernliga. Von daher erstmal Glückwunsch, Heiko. Es gibt ja eine gemeinsame Vergangenheit. Und ich habe mal im Keller gekramt. Und ich weiß nicht, ob du das noch erkennst. Das ist ein altes TuSpo-Trikot, nicht zu unserer Zeit, wo wir gespielt haben, sondern wo dein Papa Trainer war bei der TuSpo. Deswegen gilt meine Frage, um den Handballstammtisch mal von außen ein bisschen aufzulockern, an dich, so an die Familientradition. Ihr seid ja auch eine große Handballerfamilie in Großwallstadt gewesen und seid es noch immer und gebt eure Erfahrungen weiter. Deswegen meine Frage, wie viel konntest du denn von deinen Begegnungen mit deinem Papa in der Halle mitnehmen? Ich weiß selber, wie viel DNA in einem steckt, um den Handball weiterzugeben. Deswegen meine Frage ist an Heiko, wie denn die Handballtradition weitergelebt wird und wie du das in Zukunft machen wirst. Bis bald, euer Dominik. Viel Spaß beim Stammtisch und wir hören uns. Ciao. So eine schöne Aktion, oder? Ja. Handballer. Sehr außergewöhnliche Persönlichkeiten für uns alle hier. Wir verbinden, glaube ich, mit jedem dieser Superstars aus dem Handball ganz persönliche Momente. Ich bin auch sehr gespannt, was der Dominik unten in München vielleicht beim FC Bayern bewirken kann. Ich würde mich jetzt nicht freuen. FC Bayern sein. Ja, das sind ja viele interessante Vereine da unten. Aber ich würde mich schon freuen, das sei ja ganz offen, wenn ein FC Bayern nicht durch eine Wildcard, das hier schon diskutiert wurde, das fände ich nicht in Ordnung, aber seinen Werdegang im handballerischen Bereich genauso macht wie, sagen wir mal, im Basketball oder im Fußball oder jetzt auch im Eishockey im übertragenen Sinne. Also wäre für den Handball sicherlich interessant. Ne? Absolut. So, aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, der Sepp war ja schon bei uns öfter in der Halle auch, natürlich wegen Matu auch, weil da eine enge Freundschaft der Familien besteht. Und wenn man den Heiko dann mal so, wir schneiden das Spiel mit, auf zwei, drei Videos anschaut, der manchmal komplett entgleist auf der Bank, aber behalten. Aber richtig, wenn der rechts außen wieder mal den Ball Gabor, grüß dich, ne, vorbeidreht oder vorbeilupft. Ne? Also ich glaube, da wird die Tradition weitergeführt, glaube ich. Und es ist eine handballverrückte Familie. Und, aber was die Familie Karrer ausmacht, ist unglaublich, es ist alles erarbeitet. Das ist ein ehrlicher Handball. Ne? Ja. Ist jetzt keiner, der übermäßig mit Talent gesegnet war, aber der hat sich alles erarbeitet. Und wenn du den Heiko heute noch anschaust, was der vom Oberkörper für eine Maschine ist. Ne? Ich habe nochmal einen angerufen, der sagt, ja, ich habe mein Handy ausgestellt, ich war jetzt 2 Stunden Kraft, aber ich muss mit den Jungen mithalten. Ja, hat er schon gesagt, also wo immer von zählt, ist natürlich die Rimbacher Zeit, wenn er dann erzählt, der wurde dann in der Landesliga Mann genommen, obwohl er keine werfen konnte, weil irgendwie. Ja, da war ein schöner Daul. Ja, also das fällt ihm schon noch. Das fällt ihm schon noch, wenn er das erzählen kann. Ne? Aber ja. Da hat es ein Denkmal gesetzt draußen, das muss man sagen. Ich glaube, jedem juckt es in den Finger, oder? Bitte? Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch noch spielen. Aber, Vielleicht baut er sich ja sein zweites Denkmal dann bei den Hetzfelder Bullen. Das würde uns freuen. Ja, wir uns auch. Also, in Lohr war ja der Papa damals auch. Genau. Insofern haben die, also man muss ja. Du beziehst dich ein bisschen die beiden. Ja, man darf da nicht immer, man darf da nicht immer schwarz-weiß denken. Die Familie Karrer hat unglaublich viel in der Region für den Handball geleistet. Genau. Ist egal, ob es in Limba, in Lohr oder sonst irgendwo war. Ne? Und das ist eigentlich die Quintessenz da draußen. Ne? Ja. Wir sollten auch, und das ist ein Appell an die Vereine, wir sollten auch so ein bisschen die Mauern runterfahren und uns mehr austauschen. Oftmals ist es ein Kommunikationsproblem. Ne? Und ja. Das glaube ich. Das ist von selber wie der andere nicht. Ja, da muss ich jetzt sein. Ne? Klar. Oder der Nowitzki oder der DGW sein und auch jetzt mit. Du brauchst einfach einen, wovon rausgeht. Ne? Ja, genau. Ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort, aber wir haben ja noch eins, zwei sagen. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Das ist auch so mein Anreiz, also mit dem Handballstamm ein bisschen die Handballmannschaften in der Region einfach auch zusammenbringen, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, jeder baut so sein eigenes Mäuerchen um seinen Verein rum, und dann muss man langsamer davon wegkommen. Man muss versuchen, Synergien von verschiedenen Vereinen zu nutzen.
und nicht immer jeder so sein eigenes Süppchen brauen. Ich glaube, das ist mal ein wichtiger, guter Ansatzpunkt, dass man da einfach mal den Handball auch in der Region dadurch stärkt. Klar. Wenn jeder nur sein eigenes Süppchen braut, dann kriegt man es nicht nach oben. Es gibt also immer den Handballvereine. Das ist das Problem. Die Handballvereine früher waren zahlreicher und da muss man auch sagen, wir haben in der Jugend B-Jugend und A-Jugend Bayernliga gespielt, weil wir aber auch verschiedene Spieler aus anderen Vereinen haben. Du hast den Benny Trittiner angesprochen. Der Benny Trittiner ist meines Erachtens damals von Höchberg überall mit Bund zu uns gekommen aus der Jugend. Der Benny Schein hat bei uns gespielt, mit Philipp aus Lohr, beide bei uns gespielt. Der Carsten war, hat, wissen viele nicht, halb links gespielt, nicht im Tor. Ja, dann der Dominik Lohn hat bei uns Mitte gespielt, wo jetzt halt auch wir hatten wirklich ein Sammelsurium an guten Spielern. Wir hatten den Till, der ist aus Waldburg-Bund noch bei uns gespielt hat, mal eine Saison. Den Jürgen Schmidt, Grüße nach Kitzing, aus Kitzing auf der rechten Position. Also, das war, die wollten alle unter Matto spielen. Und deswegen haben wir den hochklassigen Handball damals nicht spielen können. Nur deswegen. Das muss man sich auch machen. Ja, auf jeden Fall ein schöner Appell an alle Vereine in der Region, finde ich. Das sollte man sich mal zusammensetzen, vielleicht auch mal beim Stammtisch. Von daher, ich glaube, wir haben jede Menge über euch erfahren. Alex, du hast uns, glaube ich, auch was mitgebracht, was wir wieder verlosen dürfen. Ja. Das wäre? Das sind drei Jüder. Schon gut. Das sind drei Jahreskarten, also drei Saisonkarten für die Herzfelder Ulm, für die Bayernliga-Saison, die wir hier zur Verfügung stellen zum Verlosen. Wir freuen uns über jeden Zuschauer, über jede Familie, groß, klein. Kommt nächstes Jahr, macht die Halle voll, die Spieler haben es verdient, die rackern sich die nächsten Monate für euch ab und für sich selbst natürlich auch, um den Erfolg zu haben, aber in erster Linie für euch, und die haben es verdient, in jeder Halle im Übrigen, dass die Hallen voll sind und dass sie angefeuert werden und das Handball einfach gefeiert wird. Also Alex, von Handballstammtisch Seite aus vielen herzlichen Dank. Gerne. Wir verlosen auf jeden Fall die drei Dauerkarten für die neue Saison, für die neue Bayernliga-Saison. Finde ich auch, wir haben richtig, richtig großen Wert auch auf solche Karten. Von daher hoffe ich auf rege Teilnahme bei unserem Gewinnspiel. Wie das Ganze funktioniert, können wir dann wieder lesen. Ja, ich glaube, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich fand es eine angenehme Runde. Alex, ich muss dir auch ganz ehrlich nochmal sagen, wie du dich heute hier präsentiert hast. Ich glaube, das ruckt dich nochmal eine ganz andere Ecke jetzt auch nochmal rein. Ich glaube, das war gut, dass du jetzt mal bei uns warst. Und ich kann dann Martin einfach nur bestätigen. Wir hatten auch schon Telefonate, und es lässt sich alles wieder klären. Und deswegen sitzen wir da zusammen. Und das macht uns Handballer ja auch irgendwie aus, finde ich. Ich habe es immer gesagt zu meinen Jungs, du haust dir 60 Minuten, wenn man das so sagen darf, salopp auf die Fresse. Ne? Und danach gehst du ein Bier trinken und alles ist gut. Ne? Und beim Fußball ist das halt anders. Da haust du dir nicht 90 oder 120 Minuten auf die Fresse, sondern noch länger. Bei manchen ist es anders. Ja, insofern... Nee. Ich glaube, werden auch viele Geschichten erzählt und mir ist ganz wichtig, nochmal darzustellen, ihr habt einen Leidegang gemacht. Wir haben, bevor ihr hinaus nach Dietichheim, glaube ich, gegangen seid, kleine Anekdote noch am Rand, auch ein, zwei Gespräche gehabt. Wir hätten dich auch gern oder euch auch gern bei uns im Verein gehabt. Ich wünsche euch auch weiterhin und dir auch. Ich finde immer toll, wenn junge Menschen weiß man nicht, wo man hingeht, ne? Du bleibst ja nur Trainer, hast du gesagt. Du weißt ja nicht, wo du hingehst. Der Spieler bin ich alt. Ja, also, die junge Generation muss einfach mindestens ein Jahr nehmen, sonst macht es keiner. Ne? Und deswegen Respekt, was ihr alles leistet, das ist echt geil und wir brauchen mehr für euch. Das ist einfach so. Schönes Schlusswort von dir, Alex. Ich möchte mich aber auch nochmal bedanken, Conny, bei dir, dass du heute unser Gast warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich baue die Spiele von mega schön. Genau. Hat er auch entwickelt, da. Ja, klar. Hast du auch entwickelt, wie du alles entwickelt hast? Dann? Nein! Ja? Da war ich schon gut vorher. Du hast mich noch ein Stück besser gemacht. Ja. Danke. Das haben wir schon vorher gekommen. Eine ganz kleine Anekdote, die besser gemacht hat bei uns zum Beispiel. Schnoppitz war mit uns im einen Jahr, wo er Trainer war, in Feuchtwangen. Abends war er, glaube ich, müde. Müde warst du, oder? Er war müde? Okay. Ja, okay, jetzt, nein, das könnte nicht her. Das könnte nicht her, nein. Also das können wir dann, wenn die Kamera aus ist, nochmal aufmachen bei dir. Und wer es wissen will, was mit dem Klaus in Feuchtwangen passiert ist, kann uns dann alle ansprechen, weil wir da fahren sind gleich. Also von daher, Conny,
Wir können gerne noch mal einen Handballstammtisch bei euch in der Ecke machen, in Wertheim, ja, wenn ihr dann irgendwann mal aufsteigt. Und dann die haben wir uns über die Rolle erzählen. Klaus, danke auch, dass du wieder da warst. Ich bin gespannt, was da beim HSV Gümmersheim in der neuen Saison. Wann geht die Vorbereitung bei dir los im September? Moment mal, stopp. So darfst du jetzt auch wieder nicht denken. Ich habe jetzt durchtrainiert bis jetzt, bis zum Final Four, habe ich 2 Wochen trainiert, weil die Fußballer außen sind. Und ich werde wahrscheinlich Mitte Juni wieder anfangen. Man muss ja in der niederklassigen Vereine trainieren. Da kann ich trainieren, die sind nicht wie ich. Plan aber dein Bad Füssing-Urlaub sauber mit ein, ne? Ach, du musst ja doch nicht verlaufen. Also, Dankeschön. Du bist mein Lehrer. Dankeschön geht natürlich auch wieder an unsere rasende Reporterin, die Nathalie Kress. Schön, dass du auch wieder da warst. Ich möchte noch jemanden grüßen. Du möchtest noch jemanden grüßen? Ja, wen? Grüße gerne. Das war ein Scherz, nur bei mir, dass er den Gruß auch nicht spielt. Ach so, ja. Ja, grüß doch deine Grüße nochmal. Ja, wen? Nee, ich möchte mal meine Mama grüßen. Und den Papa und meine Schwester. Also, mein Mama hat kein Internet, den kommt nicht. Also, die Grüße sind rausgegangen. Und Martin, klar, dir auch vielen Dank wieder für die Zeit. Oh, schön, dass du mich mitgenommen hast. Gerne. Und dann würde ich jetzt einfach sagen, die Platte hat keine Pizza. Und ich bedanke mich nochmal bei allen. Ich möchte mich auch nochmal bei unseren Partnern bedanken, allen voran bei der Distelhäuser Brauerei und bei unserem Partner, den Benjamin Schinowski. Vielen Dank für die Unterstützung. Und dann würde ich sagen, schön, dass ihr da wart, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal und viel Erfolg allen in der Runde, in der neuen. Vielen Dank. Verletzungsfrei. Ja. Prost. So, ich hab die Augen vergessen.